Battlefield 1 mit meiner. Und wir sind hier stehen geblieben. Wir müssen ganz schnell zu unseren Leuten. Sind nicht dafür bekannt, dass sie aufgeben. Die hatten alles um uns zu tun. Okay, wir müssen uns da immer vielleicht durchschleichen sogar. Und gar nicht um den rennen. Aber, eine krasse Mission hier. Ist alles wieder am Explodieren vor uns und sonst was. Ich glaube, hier können wir durch, ne? Ja. Hier können wir durch. Weicht den Suchscheinwerfern aus. Orientieren sich an ihnen. Die schießen auf alles. So, wir laufen heute mal hier entlang. Das sind ja überall Suchscheinwerfer. Das sind ja richtig viele. Was soll das denn? Okay, wir versuchen es einfach so gut wie möglich hier durchzukommen. Lichter. Unsere Jungs werden denken. Hier hin. Ich werde hier lang gehen. Weich den Suchscheinwerfern aus. Ja, bin ich dabei. Ich bin dabei. Sammeln die noch. Ich muss überall darauf achten, dass hier nicht die Suchscheinwerfer mich abnehmen. So. Okay, weiter geht's. Wenn der vorbei ist, dann gehe ich an den Panzer. Yeah. Da ist der nächste Suchscheinwerfer. Vielleicht habe ich es auch irgendwie hier durch. Nutze den Schatten. Ich bin dabei. Ich versuche mich nur hier irgendwie ranzuschleichen, weil da ist auch noch ein Suchscheinwerfer. Schnell, 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 der kommt nämlich wieder. Der kommt wieder, der sucht schnell. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Da, das sind unsere Leute, geil. Hat mich einen verlogenen, nichtsnutzigen Mistkerl genannt. Ich habe ihn gerettet, weil er wahrscheinlich recht hat. Und diesen Umstand hasse ich mehr als alles andere. Er hat den Mann durchs Niemandsland getragen? Der Kerl ist ein verdammter Held! Nein, er ist nichts dergleichen. Er ist ein Betrüger, ein Dieb und ein Lügner. Und er wird für seine Verbrechen bezahlen. Wirst du Blackburn. Geht wieder heim, was? Ich sag für dich aus, hörst du? Vor dem Kriegsgericht. Das könnte vielleicht helfen. Kaum, aber danke. Zu mir, Wilson, ich brauche einen Schützen! Hier drüben! Ich mach's! Rackham, lass mich helfen! Du verdienst es nicht zu fliegen!
verdient es nicht zu fliehen. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich dort oben. Na komm, wir ziehen das durch. Nice. Noch einmal in den Krampf wahrscheinlich. England. Bist du sicher, dass du nicht aussetzen willst? Ich bin ja noch bei Steam angeschrieben. Okay. Geil, das wird gut. Ich kann gar nicht mehr fliegen. Da ist der Big Ben. Einmal schön zum Big Ben hin. Ich hab alles im Griff. Bist du dabei? Natürlich bin ich dabei, verdammt. Mega unterwegs. Ich sichere unser Helm. Na, nächster. Sehr schön, das machen wir jetzt hier mal alles easy. Und gütiger. Cool, ich muss mich mal eben reparieren, einmal. Da noch einmal. Komm, den habe ich, glaube ich. Habe ich den Vogel abgeschossen? Schade, den habe ich auch noch nicht. So, zack. Boah, die Luftkämpfe sind hier richtig gut, ey. Sind ziemlich gut. Boah, alter Schwede. Nächster. Der ist down, sehr gut. Hoppala. Oh Gott, das muss ich aber reparieren. Neues Problem, da sind Bomber. Bomber. Okay, Bomber, die werden wir auch noch machen. Das kann ja noch weiter werden. Die Bomber sind das Ziel. Konzentrier dich darauf. Die sind erledigt. Ja. Den habe ich mal eben. Von den Bomben haben wir ja noch kaputt. Und ich muss mich wieder reparieren. Aber ganz dringend reparieren. Sehr gut. Die Bombe, die muss ich auf jeden Fall kaputt machen. Nächster Bombe. Jetzt muss ich mich mal eben reparieren, weil jetzt kann ich.
von hinten kommen, möglichst schnell. Oder von unten hochziehen, um ihren Geschützen zu entgehen. Boah, hinter den Wolken jetzt, ey. Und da habe ich den nächsten. Oh Gott, ist das schwer. Oh Gott, oh Gott. Ich bin total angespannt gerade. Na jetzt dahin. Wo ist er? Das ist er. Sehr gut, da habe ich den letzten. Wow. Wir haben ein Problem. Oh nein. Luftschiff. Luftschiff. Mehrere Luftschiffe. Dieses verdammte Luftschiff wird bald London erreichen. Eines von vielen Weiten. Er hat uns im Visier. Oh. Ui, ui, ui. Oh Gott, ist das jetzt heftig. Oh Gott. Seine Luftschiff ist auf jeden Fall nicht mehr. Es ist auf jeden Fall nicht mehr so da wie andere Luftschiffe, sag ich mal so. Fliegen mal oben drüber und ich mache auf jeden Fall den Aufnahmepause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Battlefield 1. Bis dann, tschüss. Und hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Battlefield 1 mit mir, mit Mana. Und wir sind noch immer in der Luftschlacht stehen geblieben. Wow. Und hier geht's echt rundrum weiter. Mit der Luftschlacht gegen die Luftschiffe. Und ich glaube, das erste. Oh Gott. Sind wir jetzt auf dem Luftschiff gelandet? Sterbe, dann sterbe ich dort oben. Du und dein großes Mundwerk, Blackburn. Ich bin jetzt auf dem Luftschiff gelandet, oder was? Nein. Bist du okay? Holen wir uns die Flagge! Alter. Okay, ich gebe dir Deckung. Ich bin auf dem Luftschiff. Zieh nicht runter, okay? Ne, hab ich nichts vor unbedingt. Bloß nicht runter, verdammt! Holen wir uns die Flagge! Das wollte ich gerade schon machen.
Das ist echt Wahnsinn, was ich gerade mache. Aber es hat was. In der Luft, auf dem Luftschiff. Einfach mal so drauflaufen. Kann man mal machen, ne? Muss man aber nicht. Ich sehe es nicht richtig. Geradeaus. Okay, da kann man Deckung nehmen, glaube ich. Scheiße! Okay. Im Luftschiff drin. Hey, bist du okay? Alles gut! Alles okay! Finde einen Weg zurück nach oben. Ich gehe rüber zu der Flak. Okay, mache ich! Jo, das ist mal... Okay. Scheint heiß zu sein. Was? Alter, ich bin auf dem heißen. Ich bin auf dem heißen. In einem heißen Ballon. Warte mal. Ist hier eine Waffe drin? Yeah. Sehr schön. Jetzt kann ich hier weitermachen. So kann ich arbeiten. Auf dem Luftschiff. In der Luft. Mit dem Gastank hier. Was ist, wenn ich da jetzt drauf schieße? Okay. Da habe ich ihn. Da stand ich zwar nicht, aber ich habe ihn. Was sagt er da die ganze Zeit? Ja, das geht auch für dich, du großer Mistkerl. Komm ruhig! Machen wir mal hier das Luftschiff mit der eigenen Flak kaputt. Komm schon, komm schon! So, da noch drauf schießen mal. Hammer. Hier hinten sind Gastanks, glaube ich. Und da, ich glaube, das Luftschiff ist down. Kann das sein? Es sieht auf jeden Fall so aus. Oh. Du und ich. Beschäftige ihn! Schieß auf das verdammte Luftschiff! So, und jetzt noch da drauf. Alter, ich kämpfe hier gerade gegen eine verdammte Flak. Oh. Was zur Hölle? Wir müssen weg. Die sterben doch sowieso, wenn sie darunter plumpen, oder nicht? Geschichte. Ein Egoist, der sein Leben riskiert, um einen anderen zu retten. Und der dadurch selbst gerettet wird. Aber im Krieg gibt's viele Verwechslungen und damit wahrscheinlich auch andere Versionen. Ein abtrünniger Pilot, der ein Flugzeug stiehlt, seinen Kameraden tötet, sich durch Lug und Trug durch die halbe Westfront mordet. Nur um im Chaos eines Luftangriffs dem Kriegsgericht zu entgehen. Wilson! Aber das ist alles Unsinn. Meine Version ist die Wahrheit.
Sonst würde ich sie doch nicht erzählen. Oder? Krass. Sehr schön. Einflussreiche Freunde haben wir abgeschlossen. Ziemlich geil, der Endkampf. Der war richtig gut, muss ich sagen. Alter. Mal gucken, was wir freigeschaltet haben. So. Testflug freigeschaltet. Da habe ich eine Seite nur gefunden. Da habe ich gar keine Seite gefunden. Da habe ich auch nur eine Seite gefunden. Weiter. Gucken, was jetzt kommt. Geil, dann haben wir echt einflussreiche Freunde auch fertig. Danach würde dann kommen. Also in der nächsten Folge. Avanti Savoy, melde dich freiwillig bei den italienischen Arditi, einer Schocktruppeneinheit, die in den italienischen Alpen kämpft. Das wäre also das nächste, was wir machen müssen. Da haben wir gar nicht mehr so viel vor uns. Diese drei, das sind nur zwei, das sind nur drei und das sind auch nur noch drei. Dann haben wir gar nicht mehr so viel Story-Sachen vor uns, dass wir das machen können. Auf jeden Fall würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bei dieser Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Battlefield 1 mit mir, Big Mana. Bis dann, tschüss.